Der Schredder! Nein, bitte nicht. Hallo. Roulette Dogs auf die Plätze. Fertig. Los. Es ist Montag früh. Wir sind gestartet mit dem Ultra-Bückathon. Von eine Woche Müllsammeln extrem. Wir laufen heute 42 Kilometer von Brandenburg. Denn da jetzt gerade drin gelaufen. Über Döberitz, Premnitz, Rathenow nach Kotzen. Mal gucken, was wir alles finden. Man könnte jetzt noch im Bett liegen, aber draußen bei 6 Grad Müll zu sammeln ist natürlich viel schöner. Du musst eine Handzeichen nehmen. Ich finde das ja sehr gut, dass das Straßenbauamt uns unterstützt und den Plastikmüll schon mal vorschreddert. Geschreddert. 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 Ey, da schlägt mein Herz richtig höher. Eine schredderte Styropor. Hat jemand eine Pinzette dabei? Der Endgegner. Also 3 Kilometer und unsere Säcke sind schon richtig gut gefüllt. Vorne haben wir schon mal geschafft. Yes! Fangen wir den an? Ach, Katzennamen. Geschreddert. Geschreddert. Fritz Erbe ist sauber. Guck mal, Jungs da. Bitte nicht vergessen. Die Frauen nehmen Kommandos, die Herren arbeiten. Wie zu Hause. Wir laufen für Umweltschutz und beseitigen den Schmutz. Unterstützt ihr unsere Aktion? Nicht hingucken, nicht hingucken. Der schreddert! Wir sind jetzt super im Zeitplan, es ist gleich 10:30. Wir treffen dann auf unsere ersten Mitstreiter, die Feuerwehr Premnitz, die Kinder der Kita Havelspatzen. Super! So viele fleißige Helfer haben wir. Da geht es ja rucki zucki. Jo, die 6 Team ist auch am Start! Guck mal, wir haben Begleitschutz von der Feuerwehr. Wie findest du das? Richtig schön. Richtig cool, oder? Hallo. Das haben wir jetzt erstmal schon mal gefunden. Von Brandenburg bis Premnitz. Weiter geht's. Wir verlassen jetzt Premnitz und alle denken, wir schaffen jetzt die nächste Gruppe nicht im Rathenow. Deswegen müssen wir jetzt wirklich rennen. Problem ist, ich muss pinkeln. Der klatschert hier in meinem Kanister hin und her. Mirko! Ja. 21 Kilometer. Halbzeit! Halbzeit! Ja, wie viele scheiß Burger King-Becher wir schon eingesammelt haben, ey, echt. Morgen! Okay, Leute, wir hinten Rathenow. Wirbel, wir kommen. Links, 2, 3, 4. Oh mein Gott. Links, 2, 3. Herr Berger, Sie haben ein bisschen Dreck. Was ist denn jetzt hier? Nein, muss man sie da machen. Weißt du, ich lege euch jetzt hier hin und ruhe mich aus, oder was? Die Kids von der Bürgerschule sind jetzt wieder weg. Oh, und die Wahrheit ist, jetzt lucken wir ja nicht mehr so rund. Wenn das Bücken vorhin noch sehr geschmeidig daherkam, dann sieht das jetzt mit der Welle so aus. Nein, es tut nicht weh. Wunderbar. Es ist ganz wunderbar hier in Stechow. Watschen war schnell durch. Kotzen ist nicht mehr weit. Ey, nee, ist das Natur? Was ist das? Sieht aus wie mein Bart so ein bisschen. Also, man weiß nicht, was das ist, ne? Aber sah das nicht ein bisschen auch gut aus? Nee. Jetzt haben wir fast geschafft. 2000 ist Stechow. Und dann haben wir genau 42,1. Du kotzt es ja nicht mal so übel. Sauber. Fast. Schon auch sauber. 700 Meter noch. Yay! Geschafft. So, heute ist Tag 2. Wir radeln 42 Kilometer mit dem Fahrrad und sammeln Müll. Da ist eine Maus drin. Ich glaube, die war eigentlich, oh Gott, die ist süß. Gott, Hilfe, die wird sich versteckt. Hallo. Ding. Mehr als erwartet. Ja.
Look. Michel Meyers. Michel Meyers. Juhu. Wir machen eine kurze Pause am schönen Semmendiner See. Und jetzt geht's wieder zurück nach Rathenow. Und der hier? Der möchte den gerne fahren? Das machen! Das machen! Ja. So, die ersten 18 haben wir durch, jetzt geht's auf die nächsten 24. Seid ihr bereit? Jawohl! Ahu! Unsere Tour jetzt auf der zweiten Runde ist von Rathenow nach Geblin, dann nach Grütz und dann Richtung Steckelsdorf wieder zurück nach Rathenow. Hab gar keine Ahnung, wo es lang geht. Schabbus! Wow! Der Wandfarbe hier fällig? Schlippenkäse. Ja. Wuhu! Na, Sequania, Varicia, wo? Bade, bade. So, Rathenow hat uns wieder 42 Kilometer mit dem Fahrrad. Check. Und hier? Unser Mitbringsel. Morgen und übermorgen suchen die stinknormalen Superhelden mit Kanu und Kajak die Havel und ihre Nebenarme ab.